Wir haben Krieg in Europa. Ein Europa, was Garant für Frieden und Demokratie ist, sein sollte, wurde in seinen Grundfesten erschüttert. Die russischen Truppen liefern sich schwere Gefechte mit dem um Leben und Freiheit kämpfenden ukrainischen Bürgerinnen und Bürgern. Diese völkerrechtswidrige Aktion Russlands auf die Ukraine verurteilen wir alle. Wir demokratische Parteien im Bayerischen Landtag verurteilen wir zutiefst. Doch was zeigt uns dieses Vorgehen, was wir noch vor einer Woche nicht für möglich gehalten hätten? Wir haben uns ausgeruht auf der Selbstverständlichkeit von Frieden und Demokratie. Wir haben im politischen Alltagsgeschäft die essentiell wichtigen Themen aus den Augen verloren. Und dazu gehört auch eine gut ausgestattete Verteidigungsarmee. Ich wiederhole, Verteidigungsarmee. Aber um die Demokratie in ihren Grundfesten zu stärken, brauchen wir auch ein leistungsfähiges Gesundheitswesen mit gut bezahltem Personal und eine regionale Energieversorgung. Und die Produktion von Arzneimitteln, Lebensmitteln und wichtigen Wirtschaftsgütern hier bei uns in Deutschland, in Europa, die uns von einzelnen Akteuren, die jetzt zeigt, was so katastrophal sein kann, unabhängig macht. Wir brauchen junge Menschen, die sich für unser Land in einem allgemeinen Gesellschaftsjahr wieder einsetzen können. In Bundeswehr, Rettungsdienst, Gesundheit, Pflege, Umwelt und Klimaschutz. Ihren Dienst für unser Land leisten. Und damit die Demokratie in ganz Europa stärken können. Jeder muss sich einbringen. Deshalb stehen wir auch hier verbündet, alle demokratischen Parteien des Bayerischen Landtags. Wir brauchen wieder Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Denn wer in Frieden, Freiheit, Pluralität, wer in Frieden leben will, der muss aktiv und wachsam bleiben. Wir haben in Europa ein Zeichen gesetzt, ein ganz wichtiges Zeichen. Nämlich Ungarn hat eben erst einen Zaun gebaut und Flüchtlinge ausgeschlossen und jetzt breiten sie die Arme aus für die ukrainischen Flüchtlinge. Die Türkei sperrt die Bosporusroute für die russischen Schiffe und die bis dato immer neutrale Schweiz reagiert im Finanzsektor gegen Russland. Die demokratischen Parteien hier in Deutschland, wir stehen zusammen und dringen nachdrücklich auf ein sofortiges Ende des Krieges und fordern mit Nachdruck die Fortsetzung der Friedensverhandlungen. Wir wollen keinen neuen eisernen Vorhang. Wir wollen Frieden in der Ukraine. Wir wollen Frieden in Europa. Wir wollen Frieden für uns Menschen. Deshalb müssen wir auch wieder mit Russland in diplomatische Gespräche kommen. Denn auch in Russland gibt es viele Menschen, die diesen Krieg nicht wollen. Auch in Russland gibt es Menschen, die mit den ukrainischen Nachbarbürgern einfach in Frieden und guter Nachbarschaft zusammenleben wollen. Wir dürfen jetzt die Tür nicht zusperren. Wir dürfen keinen neuen eisernen Vorhang schaffen. Aber Russland muss merken, so darf es nicht weitergehen. Wir wollen Frieden für die Ukraine, für ganz Europa. Dafür setzen wir uns ein. Und ich danke jedem Einzelnen, der heute und in den letzten Tagen dafür auf die Straße gegangen ist, auf der ganzen Welt und mitdemonstriert hat für Frieden und den ukrainischen Bürgerinnen und Bürgern damit die Solidarität gezeigt hat. So wie wir hier jetzt stehen, die wir sonst oftmals im Landtag gegeneinander reden und doch ein und dasselbe Ziel haben, gemeinsam als demokratische Parteien für Frieden in Europa und jetzt für Frieden in der Ukraine.